Hallo ihr Lieben, ich habe ja vor einiger Zeit versprochen, hier auf dem Channel ein bisschen was auch zu zeigen, was ich aktuell an Projekten habe, da auch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und ein bisschen zu beschreiben, wie die Sachen aufgebaut sind, wie sie gemacht werden, um einfach so ein bisschen hinter die Kulissen auch zu blicken. Ein Projekt, was ich euch gerne zeigen möchte, was ich vor einiger Zeit angefangen habe. Das hier ist tatsächlich Nummer eins, was überhaupt in diesem Bereich entstanden ist bei mir, sind sogenannte Pinballs. Hat jetzt nichts mit dem Flipperball zu tun, sondern eben tatsächlich Pinball als Nadelkissen, als kleiner Ball in Form eines Nadelkissens, welche man, naja, seit dem frühen 18. Jahrhundert benutzt. Beziehungsweise benutzt hat. Sonderlich häufig sind sie heute nicht mehr. Das erste Beispiel, was ich kenne, ohne mich jetzt wirklich darauf festzulegen, dass das wirklich das allererste ist, was erhalten ist, ist von 1725. Diese Pinballs werden auf unterschiedliche Arten und Weisen hergestellt. Es gibt auch sogenannte Pinwheels, die sind sehr ähnlich gemacht, haben nur einen anderen Kern quasi und sind dann eben eher flach. Und keine Kugel, aber eben haben eben auch so eine runde Grundform. Man sieht hier schon, die eigentliche Fläche dieses Pinballs ist gestrickt, aber man eben auch so am Größenvergleich hier auch zu den Stecknadeln und meinen Händen sieht, es ist sehr fein gestrickt. Wie genau der Aufbau von so einem Pinball ist und wie viel Arbeit da eben schreckenweise auch drin steckt, will ich euch in diesem Video hier zeigen. Dieser hier ist ja jetzt schon fertig. Sollte ein kleines Geschenk sein für eine Wichtelaktion, bei der ich mich mitgemacht habe. Und wenn dieses Video rauskommt, ist diese Wichtelaktion schon vorbei und dieses Nadelkissen hat seinen neuen Besitzer bzw. die Besitzerin inzwischen hoffentlich gut erreicht und macht ihr viel Freude und leistet ihr gute Gesellschaft. Wie also ist so ein Pinball aufgebaut, so ein Nadelkissen? Es fängt natürlich an damit, dass man die beiden Grundmuster, die die Seiten gestalten, erstmal stricken muss, beziehungsweise da eben auch erstmal entwerfen muss. Fängt ganz banal an auf Karo-Papier, wobei ich mir da noch ein bisschen was Feineres gerade zusammenbastel, denn aufgrund der sehr feinen Maschen braucht man einfach eine sehr große Fläche für das Muster, um es auf einem normalen Karo-Papier abzubilden. Den brauche ich dann noch ein bisschen was Feineres. Aber die Vorzeichnung ist erstmal Bleistift auf Karo-Papier. Da kann man eben noch ein bisschen rumkorrigieren. Man sieht, hier oben war auch ein Fehler drin und kann das dann eben einmal Probe stricken, um da tatsächlich zu gucken, sind noch Fehler drin, sieht das Muster so gut aus, weil bloß weil es hier auf dem Papier einigermaßen brauchbar aussieht, heißt das noch lange nicht, dass es gestrickt dann auch gut aussieht. Gestrickt wird das Ganze mit sehr feinen Stahlnadeln. Ich habe noch geguckt, ob es andere Nadeln gibt in der Stärke. Habe allerdings so fein keine anderen gefunden. Normalerweise, wenn ich so was normal Großes stricke, nehme ich ja Holznadeln. Es gibt noch welche in Carbon, die gibt es aber meines Wissens noch nur bis zu einer Stärke von 1 mm. Und diese Nadeln hier, die sind 0,8 mm dick. Sind eigentlich Bedarf für Miniaturstrickerei für Puppen, Häuser und ähnliches, um da eben ein realistisches Bild abzubilden. Was die Größenverhältnisse angeht, hier eben um solche Pinballs mit einem sehr, sehr feinen Gewebe einfach oder Gewirk in dem Fall ja dann herzustellen. Man sieht hier eben auch den Anfang des Musters und auch ganz schön den Größenvergleich von der Vorzeichnung auf dem Karo-Papier hin zu dem fertig gestrickten, wie klein das Ganze dann tatsächlich auch ist. Gestrickt wird das Ganze mit Stickgarn. Gibt unterschiedliche Möglichkeiten, was für welches man da nehmen kann. Dieses hier ist jetzt ein Baumwollstickgarn.
damit die eher günstigere Variante. Die historischen Pinballs, die man findet, sind in der Regel mit Seidengarn gestrickt. Auch an das lässt es sich recht gut rankommen, aber das ist natürlich vom Kostenfaktor her ein bisschen höher anzusiedeln. Von diesen Musterstücken brauchen wir insgesamt zwei Stück. Eine Vorder- und eine Rückseite quasi. Das sieht man auch bei dem fertigen Pinball hier. Wir haben auf der einen Seite ein Quadrat, was gestrickt wurde mit diesem Blumenmuster. Und auf der Rückseite haben wir nochmal so einen Blumenkranz mit der Initiale der zukünftigen Besitzerin. Und so kann man diese Seiten eben unterschiedlich gestalten. Man kann sie natürlich auch gleich gestalten. Die Muster, die verwendet werden, sind sehr unterschiedlich. Das sind häufig natürlich Blumendarstellungen. Hier eben auch eine Naturdarstellung mit dem Vogel. Das ist auch ein historisches Beispiel. Es gibt aber auch zum Beispiel Schiffdarstellungen, alles Mögliche eigentlich. Auch kleine Sprüche, die dann dem Ganzen nochmal eine persönliche Note verleihen, weil solche Pinballs eben häufig auch ein Geschenk dargestellt haben an eine liebe Freundin oder ähnliches. Weshalb ich eben auch bei dieser Wichtelaktion die Wahl auf diesen Pinball habe fallen lassen, weil es eben ein klassischer, historischer Geschenkartikel ist, sag ich mal. Was man sonst noch braucht, neben, naja, mindestens zwei Farben Garns dafür, ist etwas, um das Ganze zu füllen. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Für mich die idealste Möglichkeit, weil es eben auch sehr leicht ist, ist reine Schurwolle. Die gibt es inzwischen auch in sehr guter Qualität als Füllwatte-Ersatz zu kaufen. Wird häufig eben für Spielzeug auch benutzt und hat eine ähnliche, aber etwas bessere Haptik als die klassische Kunstfaser-Füllwatte. Die ist, glaube ich zumindest, ich habe es nicht wirklich nachgewogen, ein bisschen leichter, aber auch ein bisschen fluffiger, ein bisschen formbeständiger. Normale Füllwatte aus Kunstfaser, die neigt, auch wenn es eine hochwertige ist, meines Erachtens nach, immer so ein bisschen zum Verklumpen, gerade wenn man versucht, irgendwie durch eine kleine Öffnung immer mehr kleinere Stückchen irgendwo reinzufüllen, finde ich, wird es immer ein bisschen klumpiger, als wenn man tatsächlich eine reine Schurwolle benutzt. Riecht immer ein bisschen nach Schaf, so ganz leicht, aber das finde ich irgendwie schon fast ganz angenehm. Und um Stecknadeln reinzustecken, ist diese Schafwolle ideal, weil es ist unglaublich leichtgängig. Man muss also nicht irgendwie anfangen zu stochern oder ähnliches. Ich habe es auch mal mit Baumwollflocken versucht. Die waren deutlich fester, wenn man es so gestopft hat, dass dieser Ball auch wirklich rund dann geblieben ist. Da gab es teilweise sehr starken Widerstand gegen die Nadeln und deswegen habe ich mich hinterher dann für die reine Schurwolle entschieden. Nur die Wolle reicht allerdings nicht, um diesem Pinball hinterher auch eine perfekte runde Form zu geben. Dafür brauchen wir noch eine zusätzliche Basis. Die wird einfach aus ganz normaler, in diesem Fall jetzt 1,5 mm dicker, also schon relativ fester Graupappe ausgeschnitten. Einfach zwei Kreise, auf denen dann ja dann minder diese Wolle eine Halbkugel drauf drapiert wird und hinterher kommt dieses Stück Strickstoff, dieses Quadrat da oben drüber und wird halt drüber gespannt. Das zeige ich aber dann gleich auch noch mal im Detail. Und man muss sich noch eine Art Rahmen überlegen. Da gibt es die teure und die günstige Variante. Die teure Variante kostet nach meinen bisherigen Recherchen, weil es auch nur einen Hersteller dafür gab, den ich bis jetzt gefunden habe, $230 ungefähr. Nämlich einen Silberring, der hier um diesen Pinball drumherum gelegt wird, in den der eingenäht wird.
quasi und obendran ist dann eine Kette. Das findet man sehr häufig auch bei den historischen Pinballs. Aber naja, $230 plus Versand plus Zoll, die dann noch dazu kommen, fand ich ein bisschen happig. Gerade für ein Wichtelgeschenk, wo naja, der Kostenrahmen so ungefähr bei 10 Euro angesetzt war, hätte das dann doch ein bisschen den Rahmen dann gesprengt. Was aber auch gemacht wurde und was eben ein bisschen günstiger ist, ist das Ganze dann mit einem Band einzufassen, mit dem man oben eben eine Schlaufe macht, hier noch mit so kleinen Schleifenöhrchen. Diese Schlaufe, um das Ding dann eben auch mit sich nehmen zu können. Man hat es dann teilweise eben einfach am Handgelenk getragen oder man kann sich eben auch an den Gürtel schlingen, so man einen hat oder ähnliches, sodass das eben auch so ein bisschen Zier- und dekorativen Wert hat und nicht nur ganz schnöde irgendwo in der Handarbeitskiste verschwindet. In diesem Fall ist es eben ein Leinenband mit einem eingewebten Muster. Man kann aber eben auch ein Seidenband nehmen, Ripsband, alles Mögliche ist da eigentlich für geeignet. Idealerweise so mit einer Breite von ungefähr 1 Zentimeter. Im Moment bin ich noch auf der Suche nach einem Silberschmied oder ähnlichen, der vielleicht eine günstigere Variante an Silberreifen herstellen kann für diese Pinballs, als sie eben in den USA zu bestellen und da diese $230 voll zu bezahlen. Eigentlich sind diese Reifen relativ schlicht, relativ einfach und da suche ich im Moment noch nach einer Kooperation, wie man das eventuell ein bisschen günstiger hinkriegt. Viel günstiger wird es wahrscheinlich nicht werden, aber zumindest Zoll und Versand aus den USA und damit auch die Wartezeit und so weiter, die werden damit zumindest wegfallen und das Ganze schon ein bisschen sehr viel günstiger. Gut, wie man sieht, bin ich bei diesem Stückchen noch nicht sehr weit gekommen, also ich habe jetzt so knapp die Hälfte geschafft. Ich werde zeigen, wie das Ganze zusammenmontiert wird, sobald ich die beiden Strickseiten fertig habe. Und dann sieht man eben noch ein bisschen was von dem inneren Aufbau. Es gibt nämlich noch so ein kleines Gimmick dabei, das so von außen gar nicht zu sehen ist. Aber das zeige ich euch dann eben, wenn dieser Teil fertig ist. Ich weiß nicht genau, wie lange ich brauchen werde. Es strickt sich sehr langsam, einfach weil das sehr feines Garn ist. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass ich euch dann bald den zweiten Teil dieses Pinballs zeigen kann, wie das Ganze von innen dann tatsächlich aussieht und das fertige Ergebnis dann eben auch präsentieren kann. Bis dahin danke ich euch schon mal fürs Zuschauen und hoffentlich dann bis bald. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Fragen, dann sagt einfach Bescheid, schreibt es in die Kommentare, oder schreibt mir eben so eine private Nachricht oder sowas. Ist gerne gesehen. Ansonsten halt bis bald und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!